Hallo, mein Lieber, und willkommen zu meinem Baby Countdown Number One. Es ist so verrückt, dass ich ja dieses Video einfach drehe. Ich habe natürlich gedacht, dass ich euch wieder mitnehme, einfach so, und die letzten Wochen mit euch sozusagen zusammen verbringe und ab und zu einfach mal so ein bisschen was mitfilme, auch wenn mir zum Beispiel wie gestern irgendwas passiert, was irgendwie Richtung Geburt hindeutet. Ich bin jetzt aktuell 37 plus 1. Ja, ich hatte gestern Wochenwechsel in die 38. Schwangerschaftswoche. Es sind also nur noch ungefähr, ja, 3 Wochen bis zum Entbindungstermin. Und ich dachte, ich nehme euch einfach jetzt so ein bisschen den Rest mit, die restliche Schwangerschaft ab und zu mal, je nachdem, wenn ich auch zum Beispiel so ein Anzeichen habe, wenn wir noch irgendwas vorbereiten für den kleinen Mann. Das werde ich euch jetzt alles, ja, werde ich euch da immer mitnehmen. Und es gibt tatsächlich auch schon etwas zu erzählen. Ich hatte gestern nach einem, ja, kleinen Ausflug, den wir gemacht haben mit Freunden, alle 2 Minuten Wehen im Auto auf dem Rückweg. Und die waren, ja, ganz plötzlich. Also ich habe eine Übungswehe gehabt, habe mir nichts dabei gedacht, habe aber dazu so ein bisschen leichte Unterleibsschmerzen gekriegt, aber überhaupt nicht erwähnenswert. Und dann kam die nächste Übungswehe direkt, ja, sehr, sehr kurz. Und dann fing ich an, die Wehen tatsächlich zu tracken. Und ich kann euch das einmal bei mir in der Wehen-App zeigen. Also ich habe mir extra so eine Wehen-App runtergeladen. Die heißt Wehenzähler übrigens. Genau, und da sieht man das auch echt sehr, sehr gut. Also alle 2 Minuten kamen da die Wehen und die gingen auch immer so, ja, 45 Sekunden. Und das Ganze ging dann über 20 Minuten. Und dann bin ich aufgestanden aus dem Auto und alle Wehen waren weg. Das war so verrückt. Ich habe echt gedacht, oh Gott, jetzt geht's los. Habe aber auch niemandem was gesagt. Wir hatten eine Freundin mit im Auto. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie die Pferde scheu machen, weil ich kenne das alles tatsächlich schon vom letzten Mal. Und alle, die mich schon länger verfolgen, die wissen das auch, dass ich bei der letzten Entbindung Tage vorher immer wieder Wehen hatte. Und sobald ich abends aus dem Bett aufgestanden bin, waren die Wehen weg. Dementsprechend habe ich die Pferde nicht scheu gemacht und nichts gesagt, auch meinem Mann nicht. Dem habe ich erst zu Hause was gesagt. Ja, und dann, als wir zu Hause waren, bin ich in die Badewanne gegangen, weil ich, ja, dann wirklich sehr, sehr unregelmäßig mal 20 Minuten, mal 70 Minuten keine Wehe. Genau, und der Bauch hat sich aber so komisch angefühlt, der war so prall und irgendwie ganz merkwürdig. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, ich gehe mal in die Badewanne. Und da hatte ich dann, ja, so auch alle 10 Minuten, alle 20 Minuten mal eine Wehe. Eine davon, die ging fast 2 Minuten und die war echt wirklich richtig, richtig hart. Also die ging auch richtig schön in die Oberschenkel. Ja, aber ansonsten war die Nacht ruhig, wie ihr seht. Und klein Babyboy ist ja auch noch im Bauch drin. Hier könnt ihr jetzt auch einmal meinen Bauch sehen. Ich laufe eigentlich den ganzen Tag nur noch so rumrum. Deswegen ist hier auch gerade meine Umstandshosen so nach unten geklappt. Weil, ja, es drückt mir alles am Bauch. Ich möchte am liebsten keine Kleidung mehr da irgendwie dran haben. Und genau, so sieht der Bauch gerade aus. Er ist extrem nach unten gerutscht die letzten Tage und das merke ich auch. Ich habe kein Sodbrennen mehr und ja, ich kann ein bisschen mehr essen wieder. Dafür, ja, muss ich ständig auf Toilette. Genau, in der Nacht geht es noch, da bin ich immer so 1 bis 2 Mal auf Toilette. Und so am Tag, ja, häufig auf jeden Fall. Genau, das ist auf jeden Fall gerade der Bauch. Bin jetzt bei 99,5 cm und ich habe tatsächlich auch die letzten Tage abgenommen, habe insgesamt 3 Kilo abgenommen. Also bin jetzt bei plus 13 Kilo. Ich weiß also nicht, was für einen Streich mir mein Körper gestern gespielt hat. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, ich kenne das ja schon. Und es kann ja auch einfach sein, dass der Körper sich vorbereitet und ich dabei halt einfach ein bisschen Unterleibsschmerzen bekommen habe. Ja, weil der Körper einfach übt und den Kleinen natürlich auch weiterhin nach unten schiebt. Also die Senkwehen, die merke ich auch. Da hatte ich heute auch schon wieder 2 davon. Da merke ich einfach dieses Brennen in den Oberschenkeln extrem während der Wehe, dass er einfach nach unten gedrückt wird. Ich war jetzt wieder beim Frauenarzt und da ist tatsächlich auch der Gebärmutterhals verkürzt. Das kam da raus. Ja, aber ansonsten auf dem CTG war auch nur eine Wehe zu sehen, die aber auch echt doll war. Und mal gucken.
Wir sind sehr gespannt, wann der kleine Mann kommen mag. Wir dachten alle wirklich gestern, dass er kommen möchte. Und die Familie war auch, saß auch ganz auf heißen Kohlen. Ich stehe übrigens gerade wie immer im Babyzimmer. Ich liebe, liebe, liebe dieses Zimmer einfach. Und es ist auch alles vorbereitet soweit. Also er könnte sofort hier einziehen. Die Kliniktasche, die stand immer hier. Die haben wir jetzt übrigens schon ins Auto gepackt gestern, weil wir gestern ja über, ja, fast 2 Stunden von zu Hause weg waren. Und ja, falls es dann losgegangen wäre, haben wir gesagt, okay, wir nehmen die Wickeltasche lieber, die Kliniktasche lieber mit. Dann haben wir sie dabei. Und jetzt bleibt sie auch einfach im Auto. Ich glaube, das ist einmal so die beste Variante, falls wir irgendwie nochmal weg sind. Aber tatsächlich war das gestern der letzte geplante Ausflug, den wir irgendwie geplant haben. Jetzt kommt erstmal nichts mehr, beziehungsweise haben wir uns nichts vorgenommen. Vielleicht fahren wir mal, ne, einen Nachmittag weg, aber nicht weit und auch nichts irgendwie, was fest geplant ist aktuell. Natürlich nicht, weil, ja, es ist natürlich auch nichts mehr planbar jetzt irgendwie. Es kann natürlich auch einfach noch verdammt 4 Wochen dauern, aber 5 Wochen sogar. Aber ich glaube es tatsächlich nicht, weil es einfach, mein Körper hat einfach schon so krasse Anzeichen und es fühlt sich halt auch einfach schon so nach Geburt irgendwie an. Deswegen habe ich auch nicht gedacht, dass ich überhaupt den Babycount dann hier irgendwie anfange. Das war für mich irgendwie so ein Video, was auf meiner YouTube-Liste stand, aber irgendwie habe ich nicht daran geglaubt, dass ich das mache. Aber genau diesen Satz habe ich doch auch beim letzten Mal gemacht, gesagt beim Baby-Countdown. Und im Endeffekt haben wir ja doch noch ein paar Baby-Countdown gedreht. Hier wollte ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen, was wir alles so fürs Baby vorbereitet haben. Das, glaube ich, ja, interessiert ganz viele. Also 38. Woche und das Babyzimmer steht komplett. Es kann also, ja, losgehen. Der kleine Mann hat alles, obwohl er das alles gar nicht braucht. Wir werden einfach nur hier die Zeit verbringen. Genau, hier steht Kleidung in 62, 68. Die muss ich jetzt runterbringen in unsere Kiste, denn ich habe echt ein bisschen viel Kleidung gekauft, muss ich ehrlich sagen. Also das hier ist Größe 50 und das hier plus zweite Schublade drunter ist 56. Ich habe viel zu viel, aber ich stehe da auch zu. Es ist einfach alles so süß und ja, oh mein Gott, bei diesen ganzen süßen Motiven und sowas, da kann ich halt auch einfach nicht Nein sagen. Aber ihr seht, es ist alles vorbereitet. Hier sind auch die Stoffbindeln schon vorbereitet, womit wir wieder wickeln werden, sehr wahrscheinlich. Und er könnte im Endeffekt jederzeit kommen. Diese Vorbereitung haben wir also getroffen. Ich habe hier auch noch alles an, ja, so Still- und Wochenbett-Dingen. Hier sind die ganzen Spucktücher drin. Da haben wir tatsächlich diesmal gar nicht so viele davon. Und hier sind auch nochmal Windeln so für den Anfang, für die ersten Tage. Hier hinten steht noch die Badewanne, unsere Trage. Und die Kliniktasche für die Kinder. Also wenn Oma und Opa die Kinder mitnehmen, dann habe ich hier eine Kliniktasche gepackt. Da sind Klamotten für die beiden Großen drinne und ein Zettel mit allen wichtigen Sachen. Genau, das heißt, wenn die irgendwie mitgenommen werden, die Kinder woanders schlafen müssen, dann kann man die Tasche mitnehmen. Hier steht der Kinderwagen vorne und unsere Autoschale. Das ist eine Kinderwagenschale, aber mit Anschnallern drin, seht ihr das? Die kann man also auch im Auto verwenden. Total praktisch. Genau. Kinderwagen steht da. Da steht noch die Duna-Babyschale. Aber das wird tatsächlich nicht unsere Hauptbabyschale werden. Wir haben jetzt tatsächlich in 2 Tagen einen Termin bei Zwergperten und da werden wir uns beraten lassen wegen einer Babyschale. Wir hatten ja beim letzten Mal die Nuna Ara Next. Und genau, ich bin echt mega begeistert von der Babyschale. Ich denke, dass es die wieder werden wird. Aber wir machen das diesmal mit dem Leihschalenprinzip bei Zwergperten. Das ist total cool. Das heißt, da, genau, kriegt man eine Leihschale, womit man das Baby aus dem Krankenhaus nach Hause bringt. Das wird bei uns auf jeden Fall die Nuna sein, denke ich mal. Und dann kommt man ein paar Wochen irgendwann nach der Geburt mit dem Baby nochmal zu Zwergperten. Und dann schaut man, okay, welche Babyschale ist wirklich die optimale für das Kind. Weil nicht jedes Kind sitzt in jeder Babyschale perfekt und gleich drin und gut drin. Und das machen wir diesmal. Da haben wir in 2 Tagen den Termin. Freue ich mich auch sehr drauf. Dann ist das auch abgehakt. Dann haben wir wirklich alles vorbereitet für das Baby. Oben bei uns im Schlafzimmer steht das Beistellbett. Das ist aber noch nicht bezogen tatsächlich. Aber das können wir auch später machen. Das ist ja nicht so tragisch. Da kommt noch ein Laken rauf und Spucktuch rein und dann ist es auch fertig. Und ansonsten haben wir unten tatsächlich
noch ein bisschen was vorbereitet. Das kann ich euch jetzt mal zeigen. Die Mädels malen hier übrigens gerade auf dem Tisch, also nicht erschrecken. Hier haben wir im Wohnzimmer noch unser Stubenbettchen stehen. Das ist von Stocke. Und das lieben wir auch wirklich sehr. Genau, da kann der Kleine dann rein. Da ist auch noch eine Decke. Und genau, ein Nestchen drin. Wenn wir hier unten sind, dann kann er eben hier drin schlafen. Das ist so sein Bereich dann. Und dann haben wir hier noch die Federwiege hängen. Da haben wir uns wieder für Nonomo entschieden tatsächlich. Für das neue Modell. Ich bin irgendwie nicht so ganz zufrieden mit dem Stoff, muss ich ehrlich sagen. Also es ist so ein neuer atmungsaktiver Stoff, aber er fässt sich ganz, ganz komisch an. Und auch die Matratze ist sehr, sehr hart, finde ich. Also ja, ich muss es mal in der Praxis jetzt testen. Aber ich bin irgendwie nicht so begeistert. Ihr seht, es ist auch alles sehr, sehr starr und sowas. Es hängt nicht so federwiegenartig. Ja, aber ich teste das Ganze mal. Kaufgrund war auf jeden Fall der schwarze Motor, weil er hier einfach super in die Einrichtung passt. Der kam ja jetzt auch ganz neu bei Nonomo. Hatten wir vorher in weiß. Ich habe ihn jetzt in schwarz gekauft, damit es einfach hier ja, richtig schön reinpasst bei uns. Da haben wir hier so einen kleinen Knall. Aber ansonsten, genau, wie gesagt, die Federwiege testen wir mal. Da liegt auch schon alles Decke drin und ja, so ein kleines Spielzeug hier. Ist auch alles schon gewaschen und wartet eigentlich nur noch auf den Einsatz dann, bis es losgeht. Ja, und das sind so die Vorbereitungen, die wir für den kleinen Mann getroffen haben. Ich habe jetzt hier noch in der Ecke den Hochstuhl stehen und da hinten steht noch ein Wagen. Steht nur meine Kameratasche drauf. Da steht noch so ein kleiner IKEA-Rollwagen und da sind alle wichtigen Sachen drin, die ich jetzt zum Beispiel brauche, wenn ich mit dem Kleinen hier unten liege. Genau, das ist so ein IKEA-Rollwagen hier einfach. Und da sind halt zum Beispiel Windeln drin, Wickelunterlagen, Feuchttücher. Ich glaube, so sieht ihr das besser. Dann habe ich, genau, hier meine Milchpumpe drin und so Stillutensilien. Ne, also auch so. Mama, was ist in die Beutel drin? Stillunterlagen sind da drin, Marmkompressen und auch hier Milchbeutel, wenn ich abgepumpt habe. Hier ist ein bisschen Wechselkleidung drin, Spucktücher und ein Paket Schnuller, aber ich denke nicht, dass wir das brauchen werden, also die Schnuller auf jeden Fall. Einfach, falls ich hier unten bin mit dem Kleinen im Wochenbett, dann brauche ich nicht jederzeit hochlaufen, sondern habe hier unten halt auch so eine kleine Mini-Wickelstation. So, meine Lieben, wir haben heute, Gott, was haben wir jetzt, 37 plus 1, 2, 3 müsste es eigentlich sein. genau. Und wir fahren jetzt zu Zweckperden und werden uns wegen einer Babyschale beraten lassen. Das fehlt nämlich noch. Das ist ja der letzte Teil sozusagen. Das letzte Teil, was fehlt. Meine Lieben, wir sind angekommen. Wir waren jetzt gerade noch ein bisschen frühstücken. Und wir sind natürlich zu früh, deswegen warten wir jetzt. Genau, was auch ganz wichtig ist, wir müssen mal quatschen. Wir sind ja schon so ein bisschen richtig schön eng mit der Beraterin. Das ist eine ganz, ganz Liebe hier bei uns. Und ja, ich habe schon WhatsApp-Kontakt mit ihr und habe sie extra gefragt, ob sie mal schauen kann bei uns im Auto, weil ich nicht so ganz zufrieden bin mit der Aufteilung. Genau, wir haben ja einen Bus, eine V-Klasse haben wir von Mercedes. Und wir haben, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, aber wir haben eine Dreierreihe hinten und hier vorne haben wir zwei einzelne Sitze. Und genau, unsere Frage ist jetzt, wie wir das am besten aufteilen, weil bei unserem Auto haben wir eine richtig coole Möglichkeit, und zwar, dass die Große mit ihrem normalen Kindersitz trotzdem noch rückwärts fahren kann, weil wir eben die Sitze drehen können. Und das möchte ich eigentlich gerne erhalten, aber wir haben hier vorne, wie gesagt, nur zwei Sitze und ich würde halt schon gerne irgendwie die beiden Kleinen vorne haben, also das Baby nachher. Das heißt aber, die Größe müsste nach hinten. Es ist also ein bisschen kompliziert. Deswegen müssen wir jetzt gleich mal quatschen. Und sie hat gesagt, auf jeden Fall, ich schaue mir das mal an. Ja. Also schauen wir auch mal, wie wir das aufteilen. Und so ist mir auch ganz, ganz wichtig. Damit da alle Kinder auch ihren festen und sicheren Platz haben. Ja, jetzt bin ich gleich sehr gespannt. Düsen gleich mal rein. So,
So, mein Lieben, wir haben... Oh Gott, jetzt muss ich kurz mal nachdenken. Wir haben 38 plus 3 oder plus 4? Plus 3. Ja, 39. Schwangerschaftswoche sind wir gerade. Und der kleine Babymann ist noch im Bauch, wie ihr seht. Ja, ich habe unglaublich viele Geburtsanzeichen, sodass ich echt jeden Tag denke, okay, das Kind könnte jetzt jeden Moment kommen. Und gerade gestern dachte ich, dass er kommt, weil ich so eine innere Unruhe gespürt habe und abends noch ein bisschen was fertig machen musste. Ich wollte alles sauber haben und ja, habe extrem oft Senkwehen mit richtig bösen Oberschenkelschmerzen. Das kenne ich tatsächlich so von den Mädels auch gar nicht, von den vorigen Schwangerschaften. Genau, also das ist auf jeden Fall extrem in dieser Schwangerschaft. Ich habe vorhin schon auf Instagram geschrieben, ob das vielleicht genauso ist wie mit den Nachwehen, dass die Wehen, vor allem auch die Senkwehen, deutlich stärker werden mit jedem Kind. Und es, tatsächlich haben mir viele geschrieben, dass es bei denen auch so war. Also wenn sie mehrere Kinder hatten, dass die Senkwehen und sowas, die Vorwehen wirklich deutlich stärker geworden sind. Ich habe auch wirklich alle paar Tage regelmäßige Wehen mit so leichten Unterleibsschmerzen. Genau, also wirklich alle paar Tage, eine Stunde lang meistens, wo ich wirklich alle 3-4 Minuten regelmäßige Wehen habe. Genau, also ich bade fast jeden Tag, weil mir das einfach super gut tut. Ich mache auch mein Heublumendampfbad sehr, sehr gerne alle paar Tage. Und trinkt mein Himbeerblättertee. Zum Kolostrum aufstreichen habe ich euch ja schon mal ein Video gemacht. Und da wollte ich dann euch dann auf jeden Fall auch nochmal ein Update geben mit dem nächsten Baby-Countdown, wie das klappt. Da bin ich nämlich gerade so ein bisschen dabei, das zu üben, so ein bisschen. Genau, aber ich wollte euch nur mal ein kleines Update geben am Freitag. Das ist in 2 Tagen, sind wir wieder beim Frauenarzt. Ich bin super gespannt. Und ich denke, dass sich etwas am Muttermund getan hat. Nicht, weil ich irgendwie einen Schleimkopf verloren habe oder so. Aber ich habe ein unglaubliches Ziehen, mehrmals täglich, wo ich halt merke, wirklich, dass der Kopf halt wirklich richtig runterdrückt und ich immer schon so ein bisschen zusammenzucke und wirklich so, oh, aua. Das ist echt super unangenehm. Ja, und ansonsten, ich zeige euch jetzt nochmal den Bauch, der ist nämlich super voll und super prall. Und so, also 39 Schwangerschaftswoche. Ich habe einen Umfang von 102 cm. Und der Kleine liegt hier oben gerade mit dem Po. Ist also auch schon ordentlich nach unten gerutscht. Aber vorher war hier schon wieder ein bisschen mehr Platz. Er hat nochmal einen richtigen Wachstumsschub jetzt gehabt die letzten Tage. Das habe ich sehr, sehr deutlich gemerkt, weil hier halt wirklich alles komplett voll ist. Also es ist wirklich überall Kind. Und die spülen halt auch schon wirklich unten. Ich habe extrem Druck nach unten. Und ich spüre ihn tatsächlich so ein bisschen im Hintern, muss ich ehrlich sagen. Das klingt zwar echt verrückt, aber ich spüre seine Bewegung im Hintern vom Kopf her. Jetzt würde ich den ersten Baby-Countdown offiziell beenden und direkt einen zweiten anfangen, weil wir, schick, super, weil wir den Babybauch noch festhalten wollen mit einem Babybauch-Gipsabdruck. Und da nehme ich euch dann im nächsten Teil mit. Und im nächsten Teil nehme ich euch dann auch mit zum Frauenarzt. Ich bin so gespannt, was sie sagt, auch was der Kleine wiegt. Weil er ja beim letzten Mal vor 2 Wochen schon bei 3,2 Kilo war. Und dementsprechend wäre ein 3,7, 3,8 Kind gerade nicht abwegig. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich so ein bisschen Angst davor habe, dass er zu groß wird. Genau, was ich noch sagen kann, ist, dass ich kein Sodbrennen mehr habe aktuell, weil er so tief runtergerutscht ist. Habe ich aber auch schon seit 2 Wochen ungefähr. Und was ich noch habe, genau, ich muss ständig auf Toilette. Ich musste in meiner letzten Schwangerschaft 7-mal in der Nacht auf Toilette, kurz vor Geburt. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht. Also ich gehe höchstens 1-2 Mal in die Nacht auf Toilette. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes, aber ich bin ganz froh drum. Trotzdem schlafe ich nicht gut, weil wir aktuell ja auf 30 Grad haben und das ist einfach schlimm. Ich habe auch extreme Wassereinlagerungen bekommen. Ich zeige euch noch mal kurz meine Beine. So, hier seht ihr einmal meine Füße und man sieht ja kaum noch einen Knöchel. Ich trage auch keine Socken mehr, weil die einfach nur absolut drücken. Ja, ich kann auch wirklich nichts mehr anziehen außer Birkenstock. Es ist wirklich so krass und es tut so weh. Aber das gehört halt auch dazu. Genauso meine Hände. Die gehen jetzt gerade. Heute Morgen waren die noch schlimmer.